Oh, ein Tag vollständig. Immerhin, das ist schon mal was. Das hier könnte das letzte Vieh sein. Na. Boing. Wieder einer weniger. Eliminiere 300 Kreaturen. Erfolg von Steam freigeschaltet. Okay. Danke. Ich schreibe immer, schreibe Inflationspunkte. Kase nervt. Ja. Kenn ich. Voll gut. Wenn Katze auf Schoß, wenn schreiben wollen an Tastatur oder generell am Computer arbeiten, ne? Dann kaum mache ich meine Tür auf. Mindestens die kleine Katze springt immer gleich auf meinen Schoß drauf, egal was ich mache. Außer bei Gitarre spielen, da merkt sie, geht nicht, da ist was im Weg. Aber sonst, und wenn ich sie, dann der Kater. Ja, ja. Die Katzenprobleme, wer kennt sie nicht? Naja, wahrscheinlich Leute mit Katzen kennen sie und welche ohne nicht, aber ich glaube, alle mit Internet kennen diese Katzenprobleme. Alle. Jagender Fallenschlund. Bitte stell mir keine Falle. Gut, macht er wohl nicht mehr. Wollte bitte raus und sie wollte nicht. Jetzt baut sie wie verrückt, wenn man denen einen kleinen Finger gibt. Ja, das darf man nicht tun. Man darf sie einfach. Eigentlich darf man ihnen nichts geben. Ist ein klassischer Anfängerfehler, Katzen was zu geben. Die Biester nehmen die einfach alles. Alles. Und noch mehr, wenn sie können. Oh, halt, stopp. Stopp, du Krötenkopf. Stopp. Oh, ich würde einen Boost-Sprint aktivieren. Nicht nur einen Sprint-Sprint, sondern einen Jetpack-Boost-Sprint vielleicht. So wie in No Man's Sky übrigens. Schon dabei sind wieder bei ihm. Hab ich den schon? Ach, haben die geschlafen gerade? Deswegen konnte ich die scannen. Ergibt Sinn, weil normalerweise habe ich ja nie welche scannen, wenn die tot waren. Oh, ich habe mich gefreut, als wäre ein Patch gekommen, dass ich jetzt auch tote Wesen scannen kann. Aber nein, offenbar hat er aber noch gelebt. Wäre natürlich auch geil, man muss die halt immer erst scannen, dass im Nahkampf, oder muss ja auf Nahkampf Reichweite ran dafür. Und dann machen sie dich tot, das ist voll nervig in dem Spiel. So. Ich brauche aber noch tatsächlich eine komplette Flora-Sache hier. Ich weiß nicht, ob ich die Job schon gesehen habe. Aber zumindest habe ich alle Tiere schon mal gesehen. Weiß also, dass sie hier auch rumlaufen. Ich da kein neues Biom aufsuchen muss für. Aber für die Flora wahrscheinlich. Lauter Krötenköppe hier. Sieht echt aus wie noch so ein. Was ist? Geh weg! Schwalbe. Die hat im Tod noch eine Schwalbe gemacht. Hab ich genau gesehen, ne? Völlig übertrieben. Weggebrüttelt. Hä? Das ist doch... Ach so! Ehrlich jetzt? Ich bin zurückgelaufen? Wollte mich rollen? Scheiße. Weil es aber auch unbekannt steht. Man, das ist erkannter, das ist unbekannt. Ich war doch drin gewesen. Wieso ist das unbekannt? Oh, Sauerei. Und ich wundere mich schon, dass es genauso aussieht wie das, was ich eben schon war. Ah, dammit. Ja, selbst beim Essen so verwöhnt. Richtig. Ganz schlimm, beim Essen ist immer ganz schlimm. Katze und Essen. Andere essen Schälchen für 30, 40 Cent und hier... Wow, meine Leben. Was? Oh, ich bin geheilt worden irgendwie. Aua. Na, die haben Unlevel. So ist nicht. Die machen schon Schaden. Das sehe ich ein. Jedenfalls, andere essen Schälchen für 30, 40 Cent und die Stäbchen für 1,20 Euro. Kenne ich aber auch sehr gut. Das Problem ist, wenn man ihnen einmal irgendwie so ein, keine Ahnung, Whiskas oder Felix, irgendwas tolles, futterartiges gibst, haben sie den Zucker im Blut und danach essen sie nichts mehr, was nicht mehr das ist. Es ist ja auch bekannt, mehr oder weniger, glaube ich, jedenfalls ist es bekannt, es sollte bekannt sein, dass die Hersteller ganz bewusst natürlich Sachen reinmachen, dass die Katzen auch nur dieses Futter fressen wollen. Oder zumindest hochwertigeres produziertes Futter. Klar.
ist wie mit Mensch und Zucker. Hau rein und kaufst den Scheiß daneben lang und konsumierst es daneben lang. Ach so. Das ist der Tempel, das ist noch was anderes hier. Nee, warte, hä? Jetzt bin ich vollends verwirrt. Da wollte ich ja trotzdem, das ist ja da, wo ich hin wollte. Also, glaube ich. War das da? Ah, sieht alles so komisch aus. Ich dachte mal zu dem, da sitze ich ja dran. Ich bin gerade völlig irritiert. Nehmen wir das da. Aber du, Faker, das Gute ist, ja? Das ist das Gute. Ich habe da ja jetzt auf Vorrat tatsächlich. Ich habe normalerweise gab es auch immer bei mir das mittlere Futter. Also nicht das billige für 40 Cent. Das ist, wenn du es aufmachst, das sieht doch ekelhaft aus. Das würde ich auch in der Karte nicht antun wollen. Ich verstehe, wenn sie essen wollen. Auch ohne, dass sie besseres Essen vorher mal gesehen haben. Und das teure ist halt wie irgendwie 1,30 immer gewesen. Also aus heutiger Sicht, vor Inflation, sah es anders aus. Und normalerweise gab es jetzt 1 Euro Futter. Was inzwischen auch, glaube ich, schon wieder teurer als das sein dürfte. Und da jetzt das Neue nicht mehr genommen wird, aus irgendwelchen Gründen. Was heißt das Neue? Da ich früher mal sowas bei Aldi gekauft habe, Katzenfutter immer in Stiegeweise, dann monatlich immer, keine Ahnung, alle paar Monate hin, ordentlich fett gekauft. Bei Aldi, Katzenfutter, haben wir sie gegessen, haben wir sie geliebt. Funktionierte irgendwann nicht mehr aus irgendwelchen Gründen. Und dann ist halt, weil der Aldi halt weg war, da musste ich beim Roten Netto kaufen und das essen sie nicht. Oder nicht so gut zumindest. Und auch bei Lidl haben sie es nicht gemocht. Wenn das teure, aber nicht das normale, was in der gleichen Preiskategorie war wie bei Aldi, total doof. Also haben wir jetzt gedacht, komm, dann bestellst du halt einfach mal eine Runde Katzenfutter und zwar in Masse für einen besseren Preis. Und jetzt haben wir diese Felix-Tüten tatsächlich. Also zwei dicke Pakete mit Felix-Tüten. Ich glaube, 4 verschiedene Geschmacksrichtungen. Tatsächlich kommt man dabei billiger weg. Wenn man das en masse kauft. Gegenüber, bin ich hier richtig gerade? Ich habe hier nichts zum... Das sollte doch mein Point of Interest sein. Hier ist gerade überhaupt nichts irgendwie aufgeploppt auf der Karte. Warte kurz. Irgendwas... Tatsache. Geophysikalisches Merkmal. Und sprich mit Andrea, was? Wieso das denn? Aber nichts hierfür, oder? Nee. Naja, ist irgendwas billiger tatsächlich. Ist noch ein bisschen weniger, gebe ich zu. Aber dann wiederum, diese Dosen haben ja eigentlich viel zu viel. Meine, auf 3 Katzen aufgeteilt, eine ganze Dose für eine Mahlzeit ist ein bisschen zu viel für das, was sie normalerweise an Tagesbedarf haben sollten für eine Mahlzeit. Die Tüten haben halt exakt, was sie haben sollen, rein an Grammzahl. Und wie gesagt, es ist so gesehen ein bisschen teurer. Ich bekomme weniger für ein bisschen weniger Geld. Wenn ich es hochrechnen würde, wäre es weniger für mehr Geld. Aber es ist genug für die Katzen und es ist vor allem trotzdem günstiger. So, das wollte ich einfach nur sagen. Wir konnten noch gar nicht über die Erlebnisse bei dieser Stätte sprechen. Ja. Bei diesem Tempel? Tempel, Wie soll ich es nennen? Tempel passt schon. In all meiner Zeit zwischen den Sternen habe ich noch nie von etwas derartigem gehört. Nein. Was war das? Was glaubst du? Ein Funken meiner Göttlichkeit, wieso? Nach keiner Kultur, die ich immer sehe, ja. Oh, das so. Dann ist das nur passend, dass gerade du ihn entdeckt hast. Ja. Gewiss, es ist noch zu früh für Spekulationen, wer ihn errichtet hat. Aber wie können wir nicht spekulieren? Was sagt dir dein Gespür? Aliens. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, es waren Aliens. Krass, oder diese... Ich weiß, es ist weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich glaube, es waren Aliens. Magische Zauberfeen. Nee, das glaube ich nicht. Vielleicht ist gut, aber selbstverständlich, was es werden keine Menschen gebaut haben, zumal es auch Strukturen sind, die garantiert älter als 200 Jahre sind und viel länger sind die Menschen hier in Starfield nicht im All unterwegs, zumindest nicht außerhalb des Sonnensystems. Womöglich, aber ich kann mir niemanden vorstellen, der so etwas erschaffen könnte. Ja, wir kennen ja auch niemanden. Leid. Gar niemanden. Nach allem, was du durchgemacht hast, sollte ich mich nach dir erkundigen. Geht es dir gut? Ja. Spürst du Nebenwirkungen? Gottkomplex, aber sonst habe ich vorher auch schon. Nee, ist nichts Neues.
Jetzt machst du mir Angst. Aber ihm, warum? Ja, abgesehen davon, meinte ich. Fantastische neue Kraft. Ich habe allein das noch immer nicht ganz begriffen. Naja, ich lasse die Kapitation. Der Tempel, deine neue Fähigkeit. Offenkundig hängen sie alle zusammen. Ja. Diese Sache ist viel größer, als wir geahnt haben. Gut, ne? Wenn das vorbei ist, sind wir stinkreich. Ich habe ja schon genug Geld, so ist nicht. Hier, komm. Ich will sie rumkriegen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ja, richtig. Wenn wir weiterhin zusammenarbeiten, finden wir vielleicht Erklärungen. Wir müssen nun erst recht weitermachen und versuchen, diese Mysterien zu ergründen. Ja, das kriegen wir doch hin. Ach, siehste, ich muss das Ding noch scannen. Eine Gravitationsanomalie. Ach so. Okay. So. Aber da mir ja noch ein paar Sachen fehlen. Ein Tierchen und eine Pflänzlein. Das klingt nicht nach viel. Das sollte doch machbar sein. Laufen wir noch. Aua. Ein bisschen von A nach B. In der Hoffnung, jenes oder welches zu finden, nicht wahr? Oh, da fällt mir ein. Ganz wichtig. Was habe ich auf den Skill bekommen? Kostet genauso viel. Aha. Gibt bestimmt auch teurere Sachen nachher, wenn ihr, ne, 60, das Maximum so reinscheint. Reinster Sauerstoff bahnt sich seinen Weg, um tiefe Atemzüge zu ermöglichen und schädliches Kohlendioxid. Das klingt nach einer Sache, die ich brauche, um, naja, mein O2-Gehalt wieder nach oben aufzufüllen. Hier steht da gerade unentdeckte Tempel 6. Sind deutlich weniger, als ich hier an Symbolen habe. Ja, wo bin ich? Ja. Wo ist das? Piu, piu, piu. Oh, Mist. Also mal gespannt. Der Poon ist zurück. Viele essen sowas gerne. Som, som, som. Glavichen, som. Ja! Was? War was? Nein. Alles cool. Mein Sauerstoffgehalt ist fast am Arsch. Quietsch? Wer ist... Quietsch? Was? Jeep? Ah. Blöde Vögel, die keiner sehen kann. Warf ich mir schon wieder auf in der Gravitationsanomalie, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Sind hier Kokobos unterwegs? Das klingt nach Kokobo irgendwie. Ja, ja. Mann! Das ist bestimmt das letzte geheime Tier, was ich nicht finden kann, weil es offenbar nicht zu sehen ist. Aber generell... Ich wollte sagen, da ist wieder eins. Hab länger kein Tier gesehen, da ist eins, aber ich brauche ja trotzdem noch eine ganz andere. Ungescannte Spezies. Aber ich hätte bereits hier verschiedene gesehen, oder? Ich bin der Meinung. Sag mal... Diese Vögelgeräusche irritieren mich sehr. Hm. Dürfte nicht so scannen sein, denn das ist bereits eigentlich bereits. Hab. Guck mal, Level up. Easy doing. Cheap, cheap. Von der einen zur anderen Gravitationsanomalie. Da würde ich noch hin wollen. Und ich gucke mal kurz meinen Skillpunkt an, den ich mir jetzt verteilen kann. Habe ich aber das. Gelevelt hier? Nee, ne? Aha. Ich muss im Kampf boostern, das tue ich irgendwie nie. Yep, I'm back. Sag ich doch. Siehst du? Auch das wäre cool, das mal zu leveln. Weil ich habe ja bereits immerhin Rang 2. Aber mehr ist immer mehr, würde ich sagen. Komm. Mehr Schaden und Kosten sind. Kosten? Hauptsache, Schifffahrt ist immer Schaden. Falls ich es doch mal brauchen sollte. Wer weiß. Und danach kommt das hier auf jeden Fall. Danach werde ich hier rein investieren. Meine Frachtkapazität erhöhen. Wo war der? Ist der nachher... Tatsache. 10, 20, 30, 50. Also straight immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das finde ich gut. Hätte ja sein können, dass da tatsächlich was anderes kommt zum Ende. Nicht nur reine Fracht, sondern was anderes halt.
Und auch, das ist halt aber nur 10, 10, 10, 10%. Am meisten 10, 10, 10, 20%. Kleiner, dicker Bonus obendrauf für den letzten Bereich, aber das ist doch in Ordnung. Auch wenn es mehr hätte sein können, aus meiner Sicht. Heißt aber, ich glaube, ich habe aktuell 400. Ich bin dann beim aktuellen Frachtkapazitätsstand bei 600 mit dem Skill auf Maximum. Ist auch nicht die Welt, aber ist ein bisschen was. Das ist okay. Und naja, was will man mehr? Naja, außer noch mehr natürlich. Will man, was will man mehr? Ich wusste halt vorhin noch nicht, ob du das mitbekommen hast, dass ich mich verpisst habe. Ja, ja, doch, irgendwie schon. Diese Vogelgeräusche. Was ist das eigentlich? Ist das der Tempel? Hä, war das eben auch... Das ist nicht der Tempel. Der Tempel ist da drüben irgendwo. Oder ist er das? Ja, muss er ja sein, oder? Das sieht so anders aus bei Tag. Ah, das wird er schon sein. Aha, was ist das? Nein, lass mich. Ich brauche noch eine Pflanze. Und noch ein paar Tierchen. Nichts von beiden finde ich. Finde ich ja voll doof. Aber ich habe noch einen zweiten Anlaufpunkt hier auf dem Planeten, um mich dahin zu teleportieren. Werde ich wahrscheinlich auch noch machen, denn ich habe das Gefühl, ich finde tatsächlich gerade nichts weiter an scannbaren Sachen. An für mich relevanten scannbaren Sachen. Wobei gut, die sind nicht scannbar, ich habe ja schon gescannt, da ist es auch durch, das passt schon. Hallo du! Ups. Ah, zu spät geboostert. Ich muss ja anballern und dann immer boostern. Muss ich mal versuchen, mir zu merken. Nur... damit ich es freigeschaltet habe. Ich will mal ganz kurz gucken, ob es gereicht hat, aber ich denke nicht. Nee. Immer noch null. Ja, gambelt mal. Es geht wieder, Leute. Gambelt, solange es noch wieder geht. Mhm. Noch wieder geht. Jawohl. Was ja geil wäre, wenn man unterwegs auf so einem Planeten mal so einen fahrenden Händler sowas treffen würde, der auch nochmal seine eigenen Credit-Kapazitäten sowas alles hätte, mit auch Munition allem drum und dran. Das fände ich gut. Denn bisher bietet das Spiel mir nicht genug Optionen, Sachen zu verkaufen, gewinnbringend. Oder aber auch eben Medikits, Medipacks und anderes Zeug zu kaufen, was aber nicht schnell genug nachlädt. Tja. Übertreiber, du. Würde ich einen Booster-Pack drin haben, zumindest in dem Skill-Slot schon mal, das ist auch nett. Fehlen noch 24. Ah, oh, hat jemand verloren. Tja. Das passiert schon mal, Kurin. Du. Zweite Merkmalsache hier. Scan aktiviert. Scan, hallo? Hat er gescannt? Du solltest das scannen. Ach, 1 von 2. Hm. Toll. Die Gravitationsanomalie reicht offenbar einmal, das hier brauche ich zweimal. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich das auch brauche. Für die Analyse. Ich glaube nicht. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Deswegen gehe ich da auch noch hin. Was ist das gleiche Signal hier? Diese EM-Kurve. Das wird bestimmt Teil 2 dazu sein. Und danach gehe ich aber auf die andere Planetenseite. Und hoffe, da was zu finden. Ja, wir trinken was. Dreimal aus der Folge, ist ja traurig dann. Sowas gibt's doch gar nicht, Kurin. Na, hat's geschmeckt, Leute? Ihr habt ja bestimmt alle was getrunken. Bestimmt. Ich sehe gerade tatsächlich zum ersten Mal, ich habe Pony auf geachtet, dass unten links hier offenbar Anzeigen wie Temperatur, Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre und Schwerkraft abgebildet sind. Gut zu wissen. Dann kann ich mir, hätte ich mir jetzt rückblickend erklären können. Na toll. Wann, wieso, warum und so ich hier zur Erfrierung komme. Was für eine Temperatur ich ertrage, was nicht. Nein, lass mich. Ich bin... Nein. Ich wollte meinen Jetpack-Skill gerade... Ach, komm schon. Traf die nicht, ne? Wie sieht's aus? Fünf. Aber ja, guck mal. Einmal anschließen. Machen. Das geht ein paar Mal oben drauf. Das ist also recht leicht hinzukriegen.
Hauptsache nur, er stirbt beim ersten Schuss nicht, dann dürfte das mal passen. Schätzungsweise. Da ist noch so eine Anomalie. Ja, ja, ich weiß. Kehr nach Vectera zurück und so weiter und so fort. Nicht so eilig. Hui, hui, hui. Hui, aua. Hui, hui. Sie ist unsichtbar gewesen, habe ich noch gesehen. Aua. Hahaha. So. Geht mir gerade echt fast nur um das Jetpack-Dingens, nicht um die EP. Die krieg ich sowieso. Da. Und dennoch, mir fehlt immer noch wieder von beiden eins. Das gibt's doch nicht. Aber immerhin, muss man dazu sagen, auf dem Planeten davor fehlt mir zwei Lebewesen, richtig? Hier nur eins. Das ist schon mal ein Fortschritt. Und Pflanzen waren ja auch voll. Das ist hier natürlich noch nicht der Fall. Aber ich dachte eigentlich auch hier bereits drei verschiedene Pflanzen gesehen zu haben. Aber da jetzt hier immer nur die beiden gescannten kommen, glaube ich, war dem nicht der Fall. Aber wie gesagt, gleich gehe ich hier zum anderen Punkt, wo ich da gewesen bin. Und hoffe, da einen Rest zu finden. Ich bin hier auch auf dem anderen Planeten ebenfalls. Das ist was anderes. Das ist krank, was ich brauche. Mist. Ich muss da auch noch hinlaufen, fürchte ich. Wollte ich nicht. Das wäre das Fertige zum drüben Dingens, aber ist es nicht. Jedenfalls beim anderen war ganz klar, zwei Biome zum anderen hingereist und da gab es neue Sachen. Das wird hier hoffentlich genauso sein. Und dann haben wir es auch recht fix, denke ich mal, abgekaspert, die letzten beiden Sachen, die wir noch brauchen. Und dann haben wir einen vollständigen Planeten erforscht. Und dann bin ich gespannt, ob es einen fetten XP-Bonus gibt oder ob das einfach gar nichts weiterbringt. Was ich mir fast vorstellen kann. Stich. Ah, nein, lass mich. Dankeschön. Ich werde dann mal weiter. Ich finde nur noch 600 Meter, ist schon nicht so viel. Das schaffen wir noch. Vielleicht sogar noch heute. Mal sehen. Weil ich gerade spiele, ich ja fast eine Stunde. Was? Ich habe doch überhaupt nichts gemacht bisher. Außer rumgelaufen. Oh. Nicht übertreiben mit der Sauerstoffknappheit hier. Oh. Oh, die werden mir viel Treibstoff-Boostings geben. Hallo, oder du? Pieks. Nein, nicht ich, nicht ich. Nehmt sie. Lass mich kurz am Leben, bitte. Ja, hat aber auch kurz einen Prozess, ne? Die kennt kein Skill-Leveln. Die will das auch nicht irgendwie. Das finde ich nicht gut. Ein bisschen Spielraum dürfte es mich schon lassen, finde ich. Ich würde auch sagen, warte mal hier, aber das... Wenn ich mitten auf dem Planeten sage, warte mal hier, und ich dann abhaue, bleibt sie dann das ganze Spiel aber an diesem Ort stehen, bis ich wieder hingehe? Was ich wahrscheinlich nicht machen werde, weil ich es dann nicht mehr finde? Würde fast sagen, es wäre ein Versuch hier wert, aber ist mir ein bisschen zu risky. Halt, du da. Ach verdammt, das ist ein 5er-Level. Tschüss. Oh, nicht getroffen. Jetzt aber. Wo ist der andere? Die verzogene Feigling. Ah, sieht man nach dem gleichen nochmal aus, wo wir eben schon gewesen sind, oder? Und das erste unserer drei Merkmale. Das wäre ja ärgerlich. Gaslebensform. Ja. Also nichts Neues. Mist. Umsonst hergelaufen. Aber es muss ja und müsste ja schon ein Signal sein, wie dieses EM-Dingens, was wir gerade hatten, um dieses Pilz-Dingens zu sein, was ich noch brauche. Ich kann Misthaufen nicht scannen. Oh, oh, oh. Auch nett, aber ich dachte, das wäre jetzt eine Kreatur. Schade. Aber ich nehme auch das, klar. Warum auch immer die hier tot rumliegen. Ein bisschen was nehmen wir uns da mitten als Andenken. Seltsames Ei, nee. Ich weiß bis heute nicht, was ich damit soll.
müsste nochmal rausfinden, ob ich meine eine... Oh! Kein Point of Interest, nur ein größeres Raumschiff. Bestimmt wieder ein Piraten unterwegs. Ob ich meine eine gebaute Basis jederzeit wieder besuchen kann. Ob ich sie jemals wiederfinden könnte. Und oder ob ich ja irgendwie auf, durch Fernwartung auf die abgebauten Ressourcen zugreifen kann. Das müsste man auch nochmal wissen. Gut, das ist das. Und jetzt... Hier ist dunkel und hier oben ist kalt, richtig? Also eindeutig ein anderes Biom. Ich hoffe also... Ja, hallo? Ich hab doch... Sag mal, bist du blöd, Spiel? Kein Kommentar, Kurin. Na. Ich will ran wieder. Ich bin doch schon da. Wie kann ich jetzt darauf? Ich kann nicht mal hinklicken. Ach, jetzt geht's auf einmal. Da wollte ich hin. So. Geht doch. Umständliche Menüführung. Die passt auf mich auf, ja. Aber übertrieben. So, eindeutig kalt. Hier ist es eindeutig kalt. Gibt es hier was Interessantes? Wo ist mein Schiff? Da oben? Warum da oben? Wieso bin ich hier unten? Da laufen wir hin. Da ist diese spezielle Signatur. Jetzt hoffen wir noch auf zwei, drei neue Sachen. Also eher zwei, da geht's ja gar nicht. Aber auch hier erstaunlicherweise minus 18 Grad. Obwohl ich hier gefühlt doch mehr auf einem kälteren Eisgebiet bin. Das heißt gefühlt, es ist Schnee und Eis hier. Ist aber die gleiche Temperatur, das ist auch merkwürdig. Das ist schon sehr merkwürdig. Ja, ich kann das markieren, aber wenn ich das nicht mache... Keine Ahnung. Also die Basen. Ich weiß es nicht, Kurin. Ich weiß es nicht. Ich muss ja vor allem jetzt den Planet wiederfinden, auf dem die Basis gebaut wurde. Das weiß ich auch beim besten Willen nicht mehr. Ist jetzt ewig hier. Ein, zwei Wochen oder so. Ach, ganz ehrlich, ich könnte es mir auch, wenn ich es mir vor einem Tag gebaut hätte und weitergereist wäre, nicht merken, auf welchem Planet nicht gewesen wäre, wo das Ding jetzt steht. Also das ist... Da bin ich eh raus, denke ich. Es ist halt doof, wenn ich mal zur Basis hinreisen muss, um die Ressourcen abzubauen. Wäre schon cool, das per Fernwartung machen zu können. Geht in No Man's Sky auch nicht, muss man fairerweise sagen. Da musst du auch zu jedem Planeten hinreisen. Um deine Basen da abzugrasen. Basen abgrasen. Aber. Neue Tiere? Sind das neue Tiere? Bitte, das ist neue Tiere sein. Aber, wenn ich da ein Warp-Portal hinbaue, zack, zack, kann ich mit einfachen Klicks jederzeit von überall aus, nahezu im Spiel, einfach hinreisen. Hier muss ich. Ach, verdammt. Hier muss ich es halt echt suchen. Oder mir merken, welches System das war. Und dann das System. Ich weiß gar nicht, ob ich auf der Sternkarte eingeben kann, System so und so. Aber ich kann es zumindest suchen auf der Sternkarte. Bedeckt der Krater. Schön, aber... Bringt mir nichts. Was ist das denn? Da Dreher war es nicht, wenn es da gerade stand. Das war gelogen. Na, hoffentlich ist das wenigstens... Oh, was Neues. Nein, doch nicht. Kupfer. Hm. Ist das nichts, was ich brauche jetzt, das Pilzdingens? Oh, ehrlich, die letzten Sachen finden, ne? Wie bei No Man's Sky. Die letzten Lebensformen findet man super ätzend. Ich finde die meisten relativ schnell, aber die letzten ein, zwei... Oh, scheint hier eh nicht zu sein. Da hätte ich hier ganz gern ein bisschen weniger No Man's Sky DNS erwünscht, aber gut. Ja, sieht gut aus. Zumindest das, was ich haben wollte. Da ist was. Da ist was. Da ist was. Aber auch ulkig, dass jeden Planeten irgendwie so von ganz weit entfernt, aber doch sichtbar so ein paar Strukturen zu sehen sind. Er kommt da hin auf die ganzen Planeten und baut sowas hin. Und warum? Welchen Sinn hat das? Wieso ist er nicht auf der einen riesigen Allkarte markiert? Weiß ich nicht, ob das so ist. Ich hab's doch nicht gesucht, Kurin. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es so ist. Ich würde es auch hoffen, dass es so ist, aber ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist nur rein spekulativ, das Ganze. Siehst du so etwas Nützliches? Hä?
Ist doch ein von zwei. Zwei. Ich habe doch schon eine gescannt. Wie eins von zwei. Wollte mich rollen? Muss ich jetzt. Muss ich quasi pro Biotop eins. Oh. Ja, ich meine Biom, nicht Biotop. Ah. Oder aber vor Ort, wo ich zwei scannen. Okay. Ja, gut. Auch in Ordnung. Gab zumindest 100 EP, das ist okay. Aber ja, das reicht meinem generellen Forschungsdrang einfach noch nicht.